Hallo Freunde, Tagebucheintrag Nummer 3. Ja, irgendwann werde ich bestimmt meine Finger nicht mehr einsetzen, sondern noch Zahlen einblenden. Naja, aber egal. Also, wie gesagt, Tagebucheintrag Nummer 3. Ich bin wieder auf Tour. Meine letzte Tour ist jetzt gerade 4 Tage her. Also, heute versuche ich mich an die 35 Kilometer Marke, dass ich da durchkomme, auch mit der Versuchung der gleichen Geschwindigkeit durchzugehen. Meine Tour führt mich heute von natürlich meinem Wohnort, so wie immer, nach Ried, Hörmannsberg, Mehring, dann zur Lechterstufe in der Nähe von Königsbrunn, dann ein bisschen um die Lechterstufe herum und wieder zurück. Aktuell bin ich momentan mit 6,4 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit unterwegs. Ich bin auch schon eine gute Stunde auf den Beinen, also sprich, ich habe jetzt ein bisschen was über 6er, ja, vielleicht so knapp 7 Kilometer hinter mir. Mir ist natürlich auch noch ein kleines Missgeschick passiert. Als erstes muss ich mich, wie gesagt, noch entschuldigen, dass die Videoqualität so nicht so gut gewesen ist. Ich habe mit dem Camcorder zwar schon ein bisschen experimentiert, aber noch nicht so, wie ich das gern machen wollte. Das habe ich versucht jetzt ein bisschen zu ändern und prompt ist wieder ein Missgeschick passiert, dass ich wahrscheinlich den Camcorder jetzt ein bisschen reparieren lassen darf. Ich wollte mit dem Selfie-Stick so ein bisschen arbeiten, das hat auch relativ gut geklappt, nur das Problem war, der Selfie-Stick, die Spitze, ist abgebrochen. Und das Ding war in dieser ein Viertel Innengewinde von dem Camcorder war drinnen. Schaut jetzt so aus, dass ich wahrscheinlich das nicht selber machen kann, sondern dass ich entweder neues Gewinde brauche. Ja, und ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ich werde da heute mit den Leuten, wo ich den Camcorder gekauft habe, mal reden. Ich werde mich jetzt ein paar Mal noch auf der Strecke melden. Ich selber habe jetzt für diese Tour nur für den Rückweg eine kleine Rast eingeplant, wo ich Wasser nachtanken kann, wahrscheinlich wieder beim Lidl, so wie ich halt meistens immer kurz beim Lidl reinschaue. Wie gesagt, ich nur beim Rückweg, da habe ich schon das meiste hinter mir, so wahrscheinlich so um die 20 Kilometer. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Und ja, begleitet mich einfach weiter auf der Reise. Wir sehen uns dann später mit so kleinen Updates. So, meine Freunde, ich habe euch jetzt nur kurz mal das Panorama gezeigt. Ich bin jetzt hier an der schönen Lechterstufe. Bin jetzt gute 2 Stunden unterwegs, bisschen über 2 Stunden. Den Screen, den ihr jetzt seht. Der ist vor ungefähr 800 Metern, vielleicht sogar einen Kilometer schon aufgenommen worden. Man muss nur ein bisschen aufpassen auf dem Weg. Der ist gerade etwas
unsicherer, aber es ist jetzt hier gerade die einzige Möglichkeit, wo ich was aufnehmen kann. Ich fühle mich noch sehr gut. Bin gerade etwas, ja, das ist aber normal, ein bisschen abgekämpft. Das ist jetzt wirklich nichts Ungewöhnliches. Ich bin gerade mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,3 unterwegs, wie ihr gesehen habt. Das ist eine ordentliche Geschwindigkeit, aber es ist halt noch nicht die finale Geschwindigkeit. Ich muss halt dann noch deutlich ein Tempo zulegen, aber wie gesagt, das ist ja erst meine 5. Tour, wo ich etwas mehrer gehe, und das wird jetzt meine längste Tour, die ich in meinem Leben gegangen bin. Also ich bin noch nie über 30 Kilometer am Stück gegangen. Das wird jetzt meine längste. Aber jetzt noch ganz kurz. Ich kann euch jedem nur empfehlen, schaut euch mal die Lechstufen an. Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr schöne Gegend. Das, was hier alles ist, gefällt mir. Schaut super aus. Schönes Erholungsgebiet um die Zeit. Wir haben es jetzt 10:30. Da sind auch schon einiges an Leuten da. Viele Fahrradfahrer, viele Fußgänger und so weiter. Also es ist schon ein schönes Naherholungsgebiet. Vor allem ein schönes Panorama zum Wandern. Also alles bestens. Ich kann, wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, mal einen Blick hierher zu wagen. Also, ich melde mich später nochmal. Ich werde jetzt noch schauen, dass ich von dieser schönen Gegend noch ein paar Bilder noch mitnehmen kann. In diesem Sinn, wir werden uns später sehen. Ich hätte auch den Feldweg weiterlaufen können, den ich euch vorhin wo ich dann vorhin aufgehört habe. Aber ich gehe jetzt lieber hier am Fluss hier entlang. Das macht mir jetzt mehrer Spaß. Ich bin jetzt nur kurz hier stehen geblieben, weil der Weg ist einfach zu schwierig, wenn ich jetzt noch aufnehme und gleichzeitig laufe. Das ist jetzt etwas komplizierter. Deswegen, ich gehe jetzt weiter diesen angenehmen Weg. Der macht wirklich Spaß. Es ist wirklich, aber schnell ist er nicht. Das ist das Nachteil. Aber mein Gott, es ist halt so. Man kann nicht alles haben im Leben. Also, weiter geht's.
gerade die Lechtalstufe verlassen. Hab gerade die 21 Kilometer Marke überschritten. Das war vor 400-500 Metern. Musste noch einen Schluck Wasser trinken. War unbedingt notwendig. Ja, daher merkt man, wie wichtig so ein Wassersystem ist. Weil ansonsten hätte ich jedes Mal die Flasche rausholen müssen und das ist immer recht unangenehm. Aber so geht es. Also, ich halte meine Geschwindigkeit, halten ist jetzt milde gesagt. Durch den Weg, den ich gegangen bin, um die Lechtalstufe, also durch den Lech und diesen See da, Machinosee oder wie er heißt, durch den habe ich viel Zeit jetzt verloren, vor allem durch das ganze Wanderweg da, was ihr da gesehen habt, habe ich viel Zeit verloren. Somit bin ich jetzt bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6,1 km/h. Ist immer noch recht ordentlich, aber mein Ziel, was ich habe von 5 Stunden, werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Ich glaube kaum, dass ich jetzt nochmal die 6,2, 6,3 km/h erreichen werde. Ich schaue, dass ich wenigstens jetzt über 6 km/h bleibe, damit ich, das wäre schon ein Riesenerfolg bei der Strecke. Mein nächster Halt wird jetzt der Lidl sein. Dort muss ich Wasser nachtanken. Mein Wasserschlauch, also mein Wassersystem ist schon ziemlich leer. Also viel ist da mit Sicherheit nicht mehr drin. Und eine kleine Stärkung, Birne und ein Apfel, Birne und eine Banane sollten dann auch noch drin sein. Also, ich werde da, wenn ich beim Lidl bin, dann eine kurze Pause einlegen. Die wird nicht länger als 10 Minuten sein. Ich bin da von Lidl jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde ungefähr. Halbe Stunde und dürfe ich dort sein. Bin ich entfernt und dann mache ich mich auf den schnellsten Weg auf dem Weg nach Hause. Das sind von hier aus gesehen ungefähr jetzt noch, so 12 Kilometer. Also, wir sehen uns später nochmal. So, meine Freunde, ich bin angekommen. 24,2 Kilometer habe ich jetzt erreicht. Ich tue jetzt Wasser nachtanken und dann geht's auf in die letzten Kilometer. Los geht's. Hier muss ich hin. Also, wir sehen uns später. So, meine Freunde, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Kilometer 26 ist überschritten. Gute, sagen wir mal 10 Kilometer dürften es maximal noch sein. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit bleibt bei 6,1 km/h. Also das ist bis jetzt ganz ordentlich. Ich habe meinen Wassertank aufgefüllt beim Lidl. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Kilometer her. Bin jetzt auch schon wieder seit 10 Minuten, Viertelstunde unterwegs. Mehrer. 20 Minuten, 20, 20, 25 Minuten ungefähr, dass ich unterwegs bin. Ich habe jetzt den gleichen Heimweg wie bei meinem ersten Video, was ich gemacht habe. Da ist jetzt der gleiche Heimweg, also brauche ich jetzt definitiv keine App mehr. Die hat mir jetzt eigentlich relativ gut geholfen, hat mir immer wieder Wege aufgezeigt, wie ich dann gehen konnte. Den Rest habe ich dann selber gemacht, konnte ich dann selber herausfinden. Also hat sich schon bewährt. In den nächsten 2 Wochen werde ich jetzt definitiv nichts machen, da habe ich keine Zeit. Habe ich weder unter der Woche noch am Samstag irgendwie eine Möglichkeit, dass ich was machen kann. Also wird mein nächstes Video in dieser Form vermutlich erst so Mitte Juli sein. Und dann natürlich schaue ich, dass ich wieder eine schöne Tour finde. Ich habe mir schon eine rausgesucht. Die soll sehr anspruchsvoll sein. Soll auch um die 35 Kilometer sein. In diesem Fall geht es komplett über Wanderwege und allem drum und dran. Also wird es da definitiv keine große Geschwindigkeit geben, sondern da geht es eher um den Körper sich da endgültig dran zu gewöhnen, dass ich solche Sachen auch machen kann. In diesem Sinn werde ich jetzt das Video beenden. Ich werde euch am Ende natürlich wieder das Gesamtergebnis schreiben, was rausgekommen ist. In diesem Fall heute ist es nur ein Ergebnis, weil ich konnte alles in einem Zusammenhang hängend machen. Ja, man lernt nie aus. Auch ich komme jetzt mit dieser App besser zurecht als vorher und hoffe mal, dass das so bleibt. Also,
In diesem Sinne, ich beende jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich darf euch in einem neuen Video begrüßen. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, Servus und natürlich bis bald in einem neuen Video. So, Leute, eigentlich habe ich meinen Abgang schon angemeldet, aber als ich aus Hörmannsberg rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Habe ich einen schönen Feldweg entlang gefunden, habe ich bei meinem GPS nachgeschaut, wie weit der mich jetzt in die Nähe von meinem Wohnort führt. Ja, eigentlich ziemlich nahe. Also habe ich mir gesagt, ich werde diesen Weg jetzt mal entlang gehen. Ja, und es hat sich gelohnt, echt. Richtig schöne Felder, auch wieder ein Fest für Insekten mit diesem Feld, was ich euch gerade gezeigt habe. Also wirklich sehr, sehr schön. Eine Sache noch wollte ich noch als zweites noch mitteilen. Wenn man so alleine geht, so wie ich jetzt dann heute, eigentlich die letzten Male, ist mir eine Sache, wundert euch nicht über meine Haare, die habe ich noch nicht zusammengebunden. Das werde ich definitiv jetzt auch nicht mehr machen, erst wenn ich wieder zu Hause bin. Ich bin momentan etwas zu verschwitzt in dieser Richtung. Wenn man hier so alleine geht, kommt man so auch in Tagträume. Und da ist ein Tagtraum, der sehr präsent ist. Und den will ich euch mitteilen. Und zwar der Tagtraum, wie wir drei es schaffen werden, also der Rüdiger, die Silvia und ich, wie wir drei es schaffen werden, den Megamarsch abzuschließen. Und genau diesen Tagtraum, man soll ja Tagträume nicht so, ja, weil sie ja nie was mit der Realität zu tun haben, sondern sie sich nicht so sehr dran halten. Aber diesen Tagtraum, diesen will ich wahr machen und deswegen mache ich diese ganze Schinderei. Und das ist es auch, was mich antreibt und was mir Spaß macht. Und das Zweite seid natürlich auch ihr. Ich bin ein ganz kleiner Kanal, ganz klar. Ich habe erst angefangen und trotzdem mache ich das auch, alles was ich mache, auch für euch. Weil es mir auch Spaß macht, sowas zu zeigen. Also meine Freunde, ich werde jetzt in diesem Sinne das Video jetzt endgültig beenden. Ich werde euch im Nachgang jetzt wie gesagt alles nochmal zeigen. In diesem Sinn macht es gut, ciao, servus und natürlich bis bald dann.